wollte ich meinen Zugang zur Ökonomie der Menschlichkeit darstellen. Das ist eine Vision, die ich innerlich trage für die Ökonomie der Menschlichkeit. Und zwar, das Bild kann man aus verschiedenen Perspektiven anschauen. Ich habe es jetzt einmal so gezeigt, dass es vorwiegend Mutter Erde darstellt, also Gaia, wirklich personifizierte Gaia mit dem Herz von Gaia. Und für mich ist die Ökonomie der Menschlichkeit nur möglich, wenn man eine Verbindung eingeht mit der Erde, wie man mit einem Menschen in Verbindung treten würde. Deswegen auch diese Personifizierung von der Erde. Nicht nur einfach ein Planet, sondern wirklich ein Mensch mit Gefühl und mit Herz. Und wenn man jetzt das Bild umdreht, dann sieht man, dass aus diesem Herz, aus dieser Mutter Erde, dieser Baum wächst. Und das ist die Verbindung mit oben. Und da auch wieder die Ökonomie der Menschlichkeit ist eben nur dann möglich, wenn auch eine Verbindung mit unserer Seele stattfindet, also mit einem spirituellen Bereich, würde ich sagen. Und jetzt haben wir da das Herz und hier das Auge, das Bewusstsein, das Wissen. Und zwischen den beiden das Handeln, die Hand, kann man auch als schützende Hand sehen, aber auch als handelnde Hand. Und in der Hand, in der Mitte des Bildes, der Samen. Und so, und um diese Achse herum bildet sich die Gemeinschaft, also die Menschen, die zusammenhalten und zusammenwirken und dann wie eine Blume werden. Ja, also als Zusammenfassung, das Sehen, das Auge, das Fühlen und hier die Hand, das Sehen, Samen, Sehen, also das Handeln, das richtige Handeln. Ja, und das ist so, wenn man sich mit diesem Bild verbindet, dann kommt man wirklich in die Achse, in die Mitte. Man verbindet sich mit oben, mit unten und dadurch kommt man so wirklich in die Balance.